Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Discord Python Bot Programmierung. Und es ist endlich soweit. Wir haben die 1000 Mitglieder auf dem Discord geknackt. Falls ihr noch nicht wisst, was für ein Discord, million.net, unten auch in der Videobeschreibung nochmal drin. Da ist unser geiler Discord, wo ihr auch gerne eure Coding-Fragen stellen dürft. So, und heute fangen wir an mit dem Musikbot, den ich euch bei den 1000 Mitgliedern versprochen hatte. Und erstmal müssen wir jetzt unser System bereit dafür machen. Denn ein Musikbot läuft nicht einfach ohne alles. Und deshalb müssen wir jetzt eine Library installieren. Wir machen das jetzt heute auf unserem Windows-Rechner. Ich werde dementsprechend auch nochmal ein Tutorial für einen Linux-Server dann machen. Aber im Endeffekt ist es sehr, sehr ähnlich. Genau, diese Library ist eben ffmpeg. Und das ist eine Konvertierungs-Library, um zum Beispiel wie hier unten MP4-Videos in AVI oder in unserem Fall MP3 zu konvertieren. Und das brauchen wir, da ein Discord-Bot ja nur MP3-Files dann abspielen kann, beziehungsweise an sich nur Audio-Files und keine Video-Files und standardmäßig halt erstmal nicht mit Video-Files umgehen kann. Das heißt, wir fangen jetzt an. Wir gehen hier auf fmpeg.org. Link ist auch noch unten in der Beschreibung drin. Und dann seid ihr hier auf der Seite und klickt da oben rechts auf Download. Jetzt müsst ihr euer System auswählen. Wie gesagt, wir nehmen heute Windows. Und dann haben wir hier direkt Windows Builds bei irgendjemand halt. Und da klicken wir dann drauf und jetzt ist es schon fast getan. Wir laden uns das Ganze hier jetzt runter mit Download Build. Also ihr könnt oben gucken, wir sind jetzt hier auf ffmpeg.zeraone.com/builds. Und haben jetzt hier die Datei runtergeladen, das ist eine ZIP, das heißt ihr braucht entweder 7-Zip oder WinRAR oder was auch immer. Ich glaube sogar Windows kann das inzwischen selbstständig aufmachen. Da gehen wir rein und haben wir hier einen Ordner, den öffnen wir. So, und jetzt müssen wir das Ganze auf unserer Platte installieren. Es gibt keinen Installer oder so, das heißt wir müssen das alles manuell eintragen. Und deswegen mache ich auch dieses Video, weil sonst könnte ich euch einfach den Link geben. Ihr geht auf euren Wunschort. Ich zum Beispiel gehe jetzt hier auf C-Programme und mache hier jetzt einen neuen Ordner. ffmpeg. So. Da rein kopiere ich jetzt alles. Beziehungsweise readme-license bräuchten wir nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Bin-Ordner und ich meine auch den Presets-Ordner. Kopiert einfach alles hier rüber, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, dafür braucht ihr Administratorberechtigung, wenn ihr es auf eurer Hauptplatte habt. Ansonsten reichen auch normale Berechtigungen, wenn ihr es auf einer anderen Platte macht. So, an sich habt ihr es jetzt installiert, aber jetzt weiß Windows noch nicht, wo das ist. Und deswegen gehen wir jetzt hier in den Bin-Ordner und kopieren uns hier oben einfach mal diesen Pfad mit STRG C oder Rechtsklick kopieren. Und hier bei Bin seht ihr auch schon drin, hier sind die Echsen drin, um das Programm auszuführen. Browser brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und jetzt gehen wir in die Systemumgebungsvariablen. Dafür geht ihr unten auf die Windows-Taste und gibt einfach ein Systemumgebungsvariablen bearbeiten. Wenn ihr hier seid, klickt ihr unten auf Umgebungsvariablen. Und dann hier unten bei Systemvariablen müsst ihr hier links bei Variable Path suchen. Wenn ihr da drauf seid, klickt ihr auf Bearbeiten. Und hier habt ihr jetzt alle eure Umgebungsvariablen für euer ganzes System. Und da wollen wir es jetzt hinzufügen und deswegen klicken wir Neu. Und hier fügen wir es jetzt wieder ein mit STRG V oder Rechtsklick einfügen. Jo, und das war's auch eigentlich schon. Wir können es jetzt noch ein bisschen hochtun, ist aber an sich egal, wo es ist, solange es es findet. Hauen hier auf OK, nochmal auf OK und das dritte Mal auf OK. Ja, und an sich haben wir jetzt die Library installiert. Und können im nächsten Tutorial direkt anfangen, den Musikbot zu programmieren bzw. unsere Python-Umgebung einzurichten. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentiert ein bisschen was. Am besten, um die anderen mal richtig schön zu verwirren, kommentiert einfach mal Hashtag Regenbogen drunter, passend zum Pride Month, den wir gerade haben und dieses schöne Einhorn hier. Dann verwirren wir die Leute, die das Video nicht bis zum Ende geguckt haben. Ist bestimmt auch ganz lustig. Und jo, ich würde sagen, kommt auf unseren Discord. Wenn ihr mich supporten wollt, werdet Kanalmitglied. Das habe ich jetzt inzwischen auch da. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Discord Python Bot Programmierung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.